Okay, also, pure Stille. Also, ich habe was vorbereitet und es hat mit Scheiden zu tun. Okay, welchen Link soll ich anmachen? Wir können ja mit dem Paper anfangen und dann haben wir so ein bisschen Überraschungseffekt später, wenn wir dann ein Bild sehen. Also, es begab sich zu einer Zeit, ich gebe mal ein bisschen Hintergrund, zu einer Zeit in 2017, als Taucher vor Japan lustige Seescheiden entdeckten. Wir wissen natürlich alle, dass Seescheiden zu den Manteltieren gehören. Wusste ich schon. Ich nicht. Ja, vereinzelt. Vielen Dank für Myelinscheiden, sind auch ganz nett von Hunter. Es geht diesmal, ich weiß gar nicht, was ist denn eine Myelinscheide? Keine Ahnung. Es geht um Skelett-Panda-Seescheiden. Die sehen so krass aus, dass die Taucher vor dieser Insel, die in Social Media hochgeladen haben, Fotos von diesen Seescheiden. Und die heißen natürlich Skelett-Panda-Seescheiden, weil sie aussehen wie Skelette von Pandas. Also eine Kombination aus Skeletten und Pandas. Okay, vielleicht sollte man vielleicht doch das Bild machen. Was meint ihr? Was Ja, willst ich will sie sehen. du? Okay. André, kannst du Ja. mal das Video machen? Gib Im uns Video. das Ohne, das Bild. ist es. Ich habe ja schon mal gesehen. Ohne Ton, ne? Ja, ohne Ton. Gut. Also die sind durchsichtig und das Weiße gehört zu den Kiemen und man weiß nicht, warum diese schwarzen Punkte haben. Ja. Und die Die sind irgendwie Ich schmeiß mal. gruselig und gleichzeitig. Das ist der Vergleich, dass das da ist Jack Skellington und das da ist ein großer Panda. Und die Taucher, die den gesehen haben, die als erstes entdeckt haben, die haben einfach die Skelettpandas genannt. Und das bei dem Namen ist es dann später auch geblieben, denn die Erstbeschreibung ist erst dieses Jahr veröffentlicht worden. Deswegen ist es total aktuell. Aber originär aufgetaucht in Social Media sind die schon 2017. Und man hat dann ist ein Forscher aus Japan dahin, hat Fotos gemacht, fand es cool und hat über ein Fundraising-Programm die Forschung finanzieren können. Ja. Und hat dann ein paar von denen mitgenommen, um sie genauer zu untersuchen. Ich finde die total cool. Was ich allgemein, ich habe mir Seescheiden dann vorhin mal durchgelesen, alles zum, nicht alles, aber ein paar Sachen zum Thema Seescheiden. Ich bin Sind keine die da Seescheide. fest dran gewachsen an Ja, diese Steine oder genau. was? Die sind sessil, das heißt, sie bewegen sich nicht von dem Standort, an dem sie sich festgemacht haben. Es sind bis zu vier an einem Ort. Und wir werden gleich in dem Paper sehen, wie die so zusammenkommen. Und was ich aber sehr geil finde, im Larvenstadium sind die Seescheidenlarven gleichen den Larven von Wirbeltieren. Und die haben auch eine stabförmige Stütze im Rücken, das Kodon, das ist so wie bei uns und wo sich bei uns die Wirbelsäule rausentwickelt. Und die haben auch eine Gehirnanlage im Larvenstadium, die bildet sich dann aber zurück zu einem Nerven. Knäuel später. Bin ich total Genau, das fasziniert. ist das Spannende an Seescheiden. Die gehören nämlich zu den Chordata, also den Wirbeltieren, Ja. aber haben diese Merkmale nicht, aber haben sie eben im Larven gestanden und haben das Ja. zurückentwickelt. Ja, mega. Das fand ich total krass. Also, wir sind gar nicht weit entfernt von denen. Bei uns, wir warten noch darauf, dass sich bei Menschen das Gehirn so weit zurückentwickelt im späteren, dass wir dann. Aber wir sind auf einem Weiß ich, guten Weg, was das manchmal hat angeht. man schon das Gefühl, ja, genau, Ja. dass man auf einem ziemlich guten Weg ist. Evolutionär nähern wir uns wieder an. Ja. Ja, die sind Hermaphroditen, das heißt, die können beides, also die sind sowohl haben männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane und die können aber sich aber auch, diese können sich asexuell fortpflanzen und aber auch theoretisch so also mit Sperma und Ei das machen. Wo sie gerade Und in Bock dem drauf haben. Spannend. ja, was gerade so ansteht. Schreibt ein Anwärter der amerikanischen Präsidentschaft, hat es schon geschafft, zu einer Seescheibe zu werden. Ja, aber die sind hübscher.
Wobei Seescheiden farblich so krass variantenreich sind, dass ich mir nicht sicher bin, ob es da nicht irgendwas in Orange-Gelb gibt, was ein bisschen Ähnlichkeit. Oh, hundertprozentig gibt es orange-gelbe Seescheiden. Ja, mal gucken, Trump-Seescheide. Könnt ihr ja mal googeln parallel. Vielleicht findet ihr eine. Ja, ich hoffe, keine Seescheide sieht aus wie ein Sofabezug. Aber. Ja. Die sind Nahrungsstrudler, das heißt, die ernähren sich über die, also besonders diese da, die leben auf Korallenriffen in bis zu 20 Meter Tiefe und sind in starker Strömung zu finden und strudeln ihre Nahrungspartikel ein und haben auch Tentakeln. Ja, da ist genau die Insel Kumejima Island. Kumejima, ja. Oh ja, hast du. Ich hatte dir Google mehr, ja. So sieht es aus. Ich zoome nochmal kurz raus. Hier, da sind wir. Da ist Japan, Taiwan, ja, China. Schon fast Taiwan, aber boah, irgendwo sind die Grenzen, ne? Ja, es ist. Japan hat ein paar ganz geile Inseln. Die sind etwa 2 Zentimeter groß. Und ein Hokkaido-Forscher, also nicht ein Hokkaido-Kürbis, sondern ein Hokkaido-Forscher, ist dann dahin und hat ein paar eingesammelt. Mhm. Und obwohl hat da sonst ein Kürbis. Obwohl er sonst an Kürbissen forscht. Nee, der forscht schon immer an Seescheiden. Okay. Der forscht an Kürbissen, sondern an Scheiden. Ah, jetzt habe ich auch verstanden, total. Habe ich schon voll verstanden. Tunik, das da unten, also man sieht jetzt in Abbildung A, das sind die einzelnen Lebewesen. Ich mach mal. Und sehr schön. Und die sind aber unten, also es gibt immer bis zu 4 in einer Kolonie. Mhm. Die gibt es bisher, sind die nur vor dieser Insel entdeckt worden. Ich glaube, die Verbindung zu euch. Was? Wir hören dich aber noch. Also ich höre dich. Notfalls musst du rausgehen, Jules. Raus. Ja. Das hatten wir vorhin schon mal. Ja. Du kannst bei B auf jeden Fall mal ein bisschen nach rechts scrollen. Da sieht man nämlich die Tunik. Genau, Tunik, das ist der untere Teil, wo die verbunden sind. Mhm. Denn im Larvenstadium, irgendwann schweben die im Wasser rum und dann setzen sie sich irgendwo fest und danach bewegen die sich nicht mehr. Julia, hörst du uns noch? Hat Julia irgendwie mal? Ja. Sie kommt bestimmt gleich wieder. Das ist nur ein Moment der Zeit. Ja, warte. So. So und so. Siehst du sie? So und so? Was bedeutet das? Da. Ach. Ha. Hattest du schon umgestellt auf Aquarium, André? Ja, genau. Aber da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Hallo, ja. Julia. Die Verbindung zusammengebrochen, aber mal gucken, ob es jetzt wieder gut geht. Ja, bestimmt. Ich habe gerade gesagt, dass die eben in diesen maximal Vierergruppen irgendwo stehen und unten am sogenannten Tunik-Ding, das ist der Teil, wo die verbunden sind in ihrer Kolonie. Mhm. Aber sie sind 4 Einzellebewesen, also die versorgen sich jetzt nicht gegenseitig mit Nahrung oder irgendwas und sind als Erwachsene statisch an einem Ort. Und die haben Bruttaschen und so. Wir können weiter nach unten scrollen in dem Paper. Ja. Es gibt Siphon, das kennt ihr noch von unseren schönen Muschelthemen. Das ist da, wo das Wasser eingesogen wird. Mhm. Zwei Orte, es gibt den Oralen und den Atrialen. Ich weiß nicht so genau, warum Atrial, ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Was heißt Atrial? Es ist nicht der Anus. Nee. Also es ist nicht das Ausströmding, sondern es ist. Könnte es irgendwie sein, dass, also jetzt einfach nur so, dass das eine Siphon irgendwie zum Atmen ist und das andere zum Fressen aufnehmen? Möglich ist das. Ich habe es nicht herausgefunden, beziehungsweise so gelesen, dass ich das einfach gesehen habe. Es kann aber auch an meiner Oberflächlichkeit liegen. Ich kann es mal kurz checken. Ja, ich habe das nur kurz einmal gegoogelt und habe aufgegeben, weil das nicht direkt kam. Da war ich nicht geduldig genug. Weil Atrial ist jetzt gerade so, Atrial verbinde ich einfach nur mit Atrium, also Vorhof beim Herz. Ja, es gibt eine Arterie. Ja, keine Ahnung.
Aber erzähl mal weiter. Ich gucke, ob ich es rausfinde. Sehr gut. Das ist so ein Querschnitt, den ihr da seht. Mhm. Und die haben Bruttaschen. Brood Pouch, das ist dieses dunkler gefärbte Ding, mittig, in dem die Eier und die Larven sich entwickeln. Ja? Ich kann schon sagen, das eine, also quasi das eine ist, da geht's rein und beim anderen geht's raus. Ah, okay, dann ist es doch also, so. Oral rein, atrial raus, oder? Ich schätze ich jetzt mal, ja. Ja. Wahrscheinlich ist es dann einfach zum Durchströmen des Wassers und alle Nahrungsteilchen, die weiterverarbeitet werden, gehen dann über den Anus nach draußen, würde ich ja mal vermuten. Aber wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja gut, dann hätten wir das auch. Die heißen auf Latein Clavellina ossipande. Das sieht man da unten in direkt neben Figur 2 steht das der lateinische Name. Clavellina heißt übersetzt kleine, warte mal, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, kleine Flasche oder sowas. Kleine Flasche. Und, ja, kleine Flasche. Das liegt an der Form. Und dann, naja, Pande ist ja klar, ne? Wegen Panda. Man weiß nicht, warum die diese dunklen Punkte haben. Das weiß man bei den anderen Arten auch nicht so genau. Vielleicht Deko. Vielleicht haben die einfach einen guten Geschmack, die Seescheiden. Hm. Von diesen Seescheiden gibt es noch keinen deutschen Wikipedia-Artikel, aber es gibt einen englischen. Ja. Den setze ich mir mal da rein. Da gibt es auch nochmal dieses Bild, tatsächlich das Bild aus dem Paper, wie das aussieht. Ja. Aber wenn ihr auf X oder so seid, dann findet ihr die da bestimmt auch, weil die sind irgendwie Social Media gehypt gewesen vor 7 Jahren. Ja, ich habe die auch auf jeden Fall öfter schon gesehen. Ja. Mhm. Daddel fragt, also Organe sind diese Punkte nicht, was meinst du? Also hier geht's noch weiter. Ösophagus ist quasi die Speiseröhre, Stomach ist der Magen und Gonads sind die Fortpflanzungszellen. Ja. Also nochmal kurz, Atrialziphon ist auf jeden Fall das, wo das Wasser wieder rauskommt. Ah ja, ist klar. Cool. Sehr, sehr gut. Und hier haben wir einen Maßstab, 1 Zentimeter. Also die sind so 4? Nee, 2 Zentimeter ist der Durchschnitt. Ah. Die sind ja mini. Sieht komisch aus. Ja, die sind nicht so groß. Ja, sind mini. Ja. Hm. Aber sehr detailliert, sehr detailverliebte Seescheiden sind das. Ja, mehr, so richtig viel mehr ist da jetzt auch nicht zu sehen. Man sieht gleich in dem Paper, wenn du weiter runter scrollst, noch so eine aufgeschnittene Variante. Ich finde die aber ein bisschen traurig. Ja. Die haben Tentakeln, die oben in der Zeichnung nicht so rauskommen. Die sind an der am Oralsiphon, also am da Mundding. Da sieht man die aber nicht. Ja. Warum die da jetzt eingezeichnet sind, weiß ich nicht so genau. Und das sind die Gefäße, die sie da aufgezeichnet haben. Weiße Blutgefäße haben die, deswegen haben die diese komische Färbung. Also sind ansonsten transparent, aber das Weiße ist nicht etwa irgendein Rückgrat oder so. Ah, das sind also das Weiße aus dem Video, das ist, das hier sind also Gefäße. Ja. Dass das so ähnlich aussieht wie, das ist schon abgefahren, ne? Ja. Und 2 Zentimeter klein, muss man sich noch dazu. Ja, ja. Ja, da ist so ein Tentakel nochmal. Mhm. Schön, ne? Sehr schön. Und im Prinzip mehr ist da jetzt in dem Paper, außer der Beschreibung und wie sie jetzt darauf kommen, dass es wirklich eine eigene Art ist, auch nicht drin. Mhm. Also, ja, okay, aber es ist halt ein Paper, das eine Art beschreibt. Also genau. Ja, also es ist schon ziemlich viel da drin, aber es ist dann so detailliert mit der Nummerierung von den erstbeschriebenen Tieren und wie die in Bezug auf andere Seescheiden sich unterscheiden und warum man die jetzt in die eine Gruppe und nicht in die andere Gruppe tut und so. Das steht da noch drin. Ich finde es cool, dass es dadurch, dass Social Media gehypt ist, irgendwie auch mit im Crowdfunding hing, wobei es jetzt nicht so ein GoFundMe-Ding war, sondern ein akademisches Crowdfunding. Da steht am Ende vom Paper auch, dass, da muss man ja mal sagen, wo die Gelder herkamen. Academist hier, Donation. Huh. Ja. Und so kam das dann zusammen. Also ich finde es schon sehr cool. Ja, dafür, vor allem, die sahen so krass aus und dann wurden sie erstmal auf Social Media gepostet, bevor sie überhaupt beschrieben waren. Ist auch irgendwie genau. Cool. Genau. Ja. Erst
nur durch Social Media kam der Forscher dazu, ist dann da hingefahren, hat dieses Crowdfunding überhaupt ausgelöst und hat jetzt 7 Jahre später die Erstbeschreibung fertig gemacht. Also seinen Ausflug, die Expedition zu dieser Insel, die war nur im Winter möglich aufgrund von Gezeiten und Wind, also quasi auch mit Strömung und so. Das, was wir ja bei unserer Langmuir-Zirkulation schon mal als Grundthema hatten, eben gerade. Und die Expedition war 2021. Und man kann diese dort aus dem Wasser entnommenen, erst beschriebenen Tiere in der Uni oder in einem, ich weiß gar nicht, steht da auch, wo die jetzt liegen. Die sind ja jetzt komplett beschrieben und liegen ja, irgendwo. Oder Museum, oft im Museum auch. Ja, genau. Genau, du musst immer, wenn du eine Art beschreibst, dann muss es immer Billigexemplare geben, die irgendwo. Ja, du musst irgendwo es gibt hier im Naturkundemuseum in Berlin gibt es den Schnapsladen, also wo ganz viele Belegexemplare in halt Formaldehyd oder Alkohol oder so teilweise echt noch in Alkohol eingelegt sind. Also und ja, dann da so rumstehen, die sind auch nicht alle immer ausgestellt, sondern ist halt eine Sammlung, genau. Erinnert mich daran, dass Antje Boetius uns gesagt hatte, dass sie mal diesen Tiefseeanglerfischalkohol probiert hat. Der ist ihr in den Mund gespritzt. Ja, sie hatte nicht probiert, das war ein Unfall. Ja, es war ein Unfall. Der Fisch schwimmt. Dass es Alkohol war, weil Formaldehyd willst du nicht in deinem Mund haben. Nee, um Gottes Willen. Stimmt. Ja, kurze Frage, sorry, was ist denn Academist? Ist das eine Crowdfunding-Plattform für Wissenschaft, oder? Das habe ich nicht gegoogelt. Warte, ich guck mal gerade. Ich kenne das auch nicht. Oh, und was auch lustig ist, ist, dass die Larven aussehen wie Kaulquappen. Von denen. Aber sind sehr klein. Wenn man sich überlegt, dass so eine ausgewachsene Panda-Skelett-Seescheide nur 2 Zentimeter groß ist, kann man sich ja vorstellen. Das ist eine japanische akademische Crowdfunding-Seite. Ja. Cool. Es gibt auch. Sehr cool. Oh ja, krass. Es gibt sowas auch in Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Aber ihr hattet ganz früher bei dem Ocean Sampling Day, hattet ihr da nicht auch sowas? Ein Crowdfunding? Nee, ihr habt Citizen Science gemacht. Ja, Entschuldigung. Ja, aber nee, wir haben tatsächlich auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Aber das war nicht, also das war einfach über eine Crowdfunding-Plattform. Aber ich weiß gerade nicht mehr genau für was. Ah, ich glaube, wir wollten einen Film machen über die Sache. Und da haben wir. Ja, ich glaube, für einen Film und noch irgendwas oder in so. In Deutschland gibt es Science Data vom Stifterverband. Genau. Science Data, genau. Science Data ist die erste deutschsprachige Crowdfunding-Community für die Wissenschaft. Ja, stimmt, natürlich kenne ich Science Data, habe ich total vergessen. Ist auch schon lange her, ne? Ja, ist lange her. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir das über Science Data gemacht haben. Naja, nee, ich glaube, wir haben es über Kickstarter gemacht. Aber wir haben das Geld nicht, wir haben nicht genug Geld eingenommen. Also wir hatten das auch so, nur wenn wir das Geld kriegen, nehmen wir es, die Grenze. Ja. Und wir haben halt die Grenze nicht bekommen. Und deswegen. Ja. Aber es war auch dann so, es war auch eher so ein bisschen tricky, wie man das dann auch so steuerlich und alles und bla angeht mit dem Geld, ne? Ja, ich stelle mir das auch kompliziert vor, also wie das dann genau funktioniert, so Forschungsförderung zu machen. Aber wenn du auch so generell, also vor allem war das zu einer Zeit, da ist gerade dieses Crowdfunding überhaupt erst aufgekommen. Also wir haben das gemacht, da war gerade dieses was sie hier, diese Day of the Tentacle-Leute, die haben doch damals so viel Geld über so eine Crowdfunding-Kampagne für ein neues Spiel eingeworben. Ja. Und damit wurde ja dieses Crowdfunding erst richtig bekannt. Und in der Zeit haben wir das dann auch gestartet. Also das heißt, das war noch irgendwie so voll neu. Also ich glaube, heutzutage ist das vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen, weiß man eher, wie man damit umgeht. Ja. Also auch Steuern. Also, das ist ja auch schon 10 Jahre her. Ja, Science Data ist tatsächlich von im Herbst 2012 haben die angefangen. Ja. Ja, also von der Skelettpanda-Seescheiden-Thematik sind wir jetzt auf jeden Fall weg. Ja, und hier zeige ich auch nochmal, hier ist die Academist Crowdfunding
Ich kann aber leider kein Japanisch. Genau, aber das, ja, das ist so eine Seite. Cool. Jetzt bin ich hier voll auf Science-Seite hängen geblieben. Sorry. Wir können das ja auch mal für unser Projekt mal für so einen Science-Data. Yeah. Ich bin jetzt neugierig auf den Kokain-Hai. Mhm. Total.